So, hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Runde Isaac Repentance. Immer noch ein Part, bevor ich Kommentare lesen konnte. Also, wir sind noch völlig blind unterwegs. Falls ihr mir schon irgendwelche Tipps gegeben habt oder sonst was. Ich bin ein bisschen überlegen, ob wir Judas oder Cain nehmen. Oder Azazel. Aber ich möchte auf jeden Fall diesen neuen Weg versuchen weiterhin. Na, das, daran halte ich fest. Daran halte ich definitiv fest. Ich möchte diesen neuen Weg versuchen. Aber es ist nicht so einfach. Wir können auch ganz klassisch mit Isaac mal eine Runde durchgehen. Komm, wir nehmen nochmal Cain. Okay, wir starten direkt bei einem Itemraum. Okay, das... Ist das jetzt ein neues Item? Oder ist es nur eins, was ich wieder nicht erkenne? Ich nehme es auf jeden Fall. Sticky Bomb Shot. Achso, das klebt einem Gegner dann fest und explodiert wahrscheinlich. Jetzt die Frage, ob das für mich dann auch schmerzhaft ist. Okay, alles klar. So, und ich brauche auf jeden Fall... Okay, einen Schlüssel haben wir schon. Ah, nee, das explodiert nicht in der Richtung, wie ich es dachte, sondern das macht einfach mehr... Also, ja. Es bringt dem Gegner das Ende. Ich hasse Spinnen. Weil ich nie ausweichen kann. Okay, ich sehe den Stein hier. Aber ich komme nicht ran. Ich kriege auch keine Bombe hier. Shot. Keine Bombe für mich. Vielleicht kriegen wir ja noch eine Bombe. Okay, wo sind wir safe, was Sprengen angeht? Sind wir safe, wenn wir uns da hier an die Wand stellen? So? Jo. Bombe! Schade. Na gut. 1,5 Herzen. Wir sind jetzt schon tot. Wobei, ich will mal wissen, was der... Yo. Der macht leider nicht viel Schaden. Achso, weil er noch nicht verwundbar ist. Nein. Ich will mal gucken, was der jetzt an richtigem Schaden macht. Also die laden... Nein! Also die laden sich auf und dann... Yo! Böse. Okay, für Boss ist das Ding böse. Was kann ich eigentlich? Was kann ich eigentlich? Das war ein cooles Item, um damit loszulegen. Leider hat es nicht hingehauen. Tut mir leid. Oh, man. Nee. Ich hätte gern meinen Lockpick wieder, danke. Wahrscheinlich war aber auch das jetzt kein neues Item und es ist für mich einfach neu, weil ich es halt noch nicht kannte. Das ist... Ach komm jetzt...
Danke. Gottes Willen. So, hier liegen jetzt Herzen rum. Gut zu wissen. Da ist ein Shoppie. Da gibt es einen Schlüssel. Was so gesehen brauchen wir jetzt ja den Schlüssel dann doch nur einmal zusätzlich. Und danach ist ja wieder egal. Also ich kaufe jetzt keinen Schlüssel. Doch, wir kaufen Schlüssel. Alleine, dass ich schon für den nächsten Itemraum habe. Ich hätte warten sollen, ob mir in der Ebene noch ein Schlüssel entgegengeworfen wird. Oh, jetzt könnte ich eigentlich einen Schlüssel hierfür einsetzen. Ich bin ja immer so neugierig. Was nicht die beste Eigenschaft ist, ich weiß. Aber vielleicht bringt es mir ja einen schönen Was macht das jetzt nochmal? Und übrigens stabil, wir haben gleich dank Paperclip haben wir den Schlüssel behalten und die Kiste einfach so geöffnet. Ich habe Kane und ich habe Kane's Eye, aber was macht Kane's Eye? Ich werde es nicht rausfinden, ich werde es einfach behalten. Wahrscheinlich, jeder würde mir jetzt sagen, nein, der Paperclip ist viel besser und dann habt ihr auch vollkommen recht damit, aber ich weiß halt nicht mehr, was Kane's Eye macht. Ich behalte es jetzt einfach. Aber ich weiß auch nicht, wie man durch Spielen rausfinden soll, was es tut, weil, nein, ich nehme den Paperclip mit. Bevor mich anschreit. Nein! Nee. Ich bin tot. Ich bin so gut wie tot. Mein Helm hat mir zwar gerade ein blaues Herz spendiert. Das ist dieses Sweet Suffering. Aber ich bin so gut wie tot. Scheiße. Alter, und der macht halt auch noch... Der macht halt auch noch Spinnen. Auf Spinnen zu machen. Hör auf, zu mir zu kommen. Nicht zu fassen, ne? Das sind die Bouncing Tears, na ja, genau. Danke, Lockpick. Ich wollte gerade sagen, eigentlich kann ich da ja gar nicht rein. Stabil. Oh, da kann ich direkt zum Boss mich porten. Sehr gut zu wissen. Die werden wir erstmal mitnehmen, die Karte. In einer der größeren Ebenen am Schluss vielleicht, wäre das dann ganz hilfreich. Sollten wir bis dahin kommen. Werden wir nicht, egal. So. Also mein Isaac-Skill die letzten Parts ist schon... Oh wait, ich könnte hier wieder... Nee, diesmal wirklich nicht. Was ist das für eine Ebene? Haben wir einen Kampf gehabt? Wir haben nichts bekommen und es kommt sofort der Boss. Also nichts bekommen im Sinne von... Ne? Ich habe ja nicht mal die Chance, eine Bombe irgendwo herzubekommen. Warte mal. Wenn ich die eh nicht mitnehme, kann ich sie auch einsetzen. Thank you.
Ja, aber jetzt... Ja, aber jetzt habe ich keinen Schlüssel. Und keine Chance, irgendwo einen Schlüssel herzubekommen. Lockpick. Mach dein Ding. Ja, komm ich jetzt, habe ich jetzt überhaupt die Möglichkeit, den neuen Weg zu gehen, wenn es so funktioniert, wie ich mir das vorstelle? Das ist ja jetzt blöd. Vielleicht hat man die Chance zweimal. Vielleicht hat man die Chance zweimal, weil es sind ja auch zwei Ebenen normalerweise bis zur nächsten. Ja, Burning Basement 2. Vielleicht hat man die Chance ja zweimal und darf hier auch nochmal versuchen, zu Downpour zu gelangen. Es sind ja auch nur Vermutungen so. Es kann ja sein, dass ich völlig falsch liege mit meiner Vermutung. Aber es passt halt, weil dieser Gullideckel geht zu Downpour. Dieser Minenschacht führt in die Minen. Ne? Also es passt halt alles zusammen. Also das kann kein Zufall sein. Aber es wäre cool, wenn man immer zwei Möglichkeiten hat, so einen Zusatzweg zu gehen. Also, weil du hast ja auch zwei Ebenen zur Verfügung. Ist gut jetzt. Was war der Lovers nochmal? Ah, das spawnt einfach zwei Herzen, okay. Die werde ich auch gleich brauchen. Hilfe. Aus der Ebene komme ich nicht. Achso, nee, werde ich nicht, weil ich ja erst meine blauen Herzen verlieren müsste. Ich hoffe, das wird nicht passieren. Alter, ich bin schlecht wie eh und je. Es ist unglaublich. Okay, die hätte ich in der ersten Ebene gebraucht, aber danke dafür. So, gleich kriegen wir unser blaues Herz zurück. Jetzt haben wir auch auf jeden Fall genug Schlüssel. Wir können den Itemraum besuchen und... Oh Gott. Ah! Oh nein, jetzt können wir den Itemraum nicht... Nein! Ich hab nicht nachgedacht! Nein, der Lockpick hat geregelt. Der Lockpick hat geregelt. Der Lockpick hat geregelt. Puh. Okay. Bossfight? Nee, wir haben noch gar nicht den Itemraum gehabt. Hilfe. Den Itemraum hätte ich schon ganz gerne noch. To be honest. Ja, da oben. Oh Gott, 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 oh Gott. Alter, es ist... Kann doch nicht wahr sein, dass ich dem nicht ausweichen konnte jetzt, ne? Das ist doch nicht mehr normal. Ernsthaft. You're tearing me apart. Keine Ahnung, was es tut. Aber es klingt nach Tier. Also irgendwas mit Tiers. Vielleicht, wenn Tiers einen Gegner treffen, dass die sich so aufsplitten. Würde namentlich vielleicht Sinn ergeben. Ja. Oder? Liegt es jetzt an den Bouncing-Tiers oder ist es jetzt an... Ha.
Nee, ich glaube, das liegt an den Bouncing Tears. Ich weiß es nicht. Okay. Ich bin jetzt allein schon deswegen weitergegangen, um meinen Book of ist das schon aufzuladen. Dann können wir jetzt hier auch noch sprengen und hoffen, dass da was Cooles dabei ist. Ja. Können wir gebrauchen. Gut. Weiter geht's. Jetzt kommt die große Frage und der große Moment. Bekomme ich nochmal die Möglichkeit, nach Downpour zu gehen, oder ist es nur in der ersten Ebene der Fall? Ich bin gespannt. Ah, gut, erstmal muss ich natürlich Steven besiegen. Aber Steven ist jetzt ja kein Unbekannter, der sollte eigentlich passen. Aua! Aua! Okay. Das war gar nicht mal so unknapp. Ja, ich habe nochmal die Möglichkeit nach Downpour. Okay, also bekommt man zweimal die Möglichkeit. Oh, jetzt habe ich so Dinge um mich rum. Wann kamen die denn dazu? Das ist dieses Euterium apart. Aber wann kam das? Wie habe ich das ausgelöst? Interesting. 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 So. Downpour und Curse of the Unknown. Aber wann kamen jetzt diese Dinger? Und wie lange halten die? Ich meine, ich werde ja kaum jetzt einfach so standardmäßig drei Dinge um mich rum haben. Das ist ein Spiegel. Das ist neu. Und das ist auch ein Raum, der hat eine... Ja, da hat diese Spiegelbezeichnung. Was kann ich da tun? Kann ich den sprengen? Kann ich? War vielleicht nicht so cool. Ja gut, er ist gesprengt worden, aber ich weiß nicht, was es mir... Oh, ich muss zwei Bomben behalten. Ich muss unbedingt zwei Bomben behalten. Oh Gott, ich habe schon wieder so Glühviecher. Geht weg. Das ist alles so böse. Nice. Hab hier sehr nice. Ich hätte mal gegen den Spiegel schießen sollen. Vielleicht wäre da noch was anderes passiert. Also sprengen ist, glaube ich, nicht das Einzige, was man da machen sollte. Weil es hat ja nichts ausgelöst, effektiv. Effektiv hat es nichts gebracht, den zu sprengen. Ah, wo laufe ich denn? Also, ich kann einfach weiterlaufen und ich kann den Schalter drücken. Ist es so, hey, du hast Glück oder du hast Pechschalter? In dem Fall definitiv Pech, weil es hat mir einfach nur Gegner gebracht. Oh Gott, das sind schon wieder Unsichtbare. Okay. An der Stelle mal schnell den hier machen. Da ist mein Item. Oh nein! Okay. Lockpick, do your thing. Schade. Okay, dann nehmen wir das unbekannte Item mit. Das erscheint mir sinnvoller. Piggy Bank. Na gut. Schon der Bossraum. Gute Sache. Der kotzt hier wieder alles rum. Okay.
Okay, weg mit dir. Eieieiei. Noch so einer. Hör auf zu kotzen. Okay. Gut, Abflug. Wir haben zwei Bomben. Wir kommen in die Minen. Ach so! Wir sind ja erst in der ersten Stage. Jetzt kommen ja noch gar nicht die Minen. Ja, fail. Das war knapp. Ah, jetzt macht er wieder die Scheiße. Okay. Nein. Hat er mich doch noch einmal getroffen. Na gut, den Hit gönne ich ihm. So, Damage und Range up. Da ist ein Satanraum auf. Oh, ich muss aufpassen. Holy shit, ich muss aufpassen, dass ich nicht da reinlaufe gleich, wenn ich aus dem Satanraum rauskomme. Okay, das könnte behalten. Eins. Zwei. Und es geht doch jetzt schon nach der ersten Ebene in die Minen. Ich bin immer verwirrter. So, und jetzt brauche ich Herzen am Schluss. Und zwar zwei, ne? Zwei Herzen mindestens. Und dann sollte ich halt auch noch nicht sterben dadurch. Oha, wir haben aber nicht so viele Herzen. Ja, wir haben drei. Das heißt, ich komme mit maximal einem Herz, also einem gefüllten Herz, in die nächste Ebene. Das ist nicht so gut. Vielleicht kriegen wir bis... Haben wir Curse of Darkness oder ist es nur in dem Raum dunkel? Gerade eben hatten wir keinen Curse of Darkness, oder? Ach, Gott sei Dank. Dacht schon. Ist einfach nur in dem Raum dunkel, okay. Hier ist aber auch dunkel. Nö. Ich sehe halt nichts. Da ist noch ein Schalter. Okay. Die haben wahrscheinlich böse Dinge getan. Von denen wir nichts mitbekommen haben. Ist in Ordnung. Okay, hier ist kein Curse of... Also keine Dunkelheit, Gott sei Dank. Das heißt, in manchen Räumen sind die Minen einfach auch dunkel. Gut. Damit kann ich leben. Ach so! Die Tür würde mir wahrscheinlich auch erst die blauen Herzen abziehen, oder? Die zieht einfach Energie ab. Oder zieht die wirklich die roten Herzen ab? Das werden wir gleich feststellen, wenn wir beim Boss gewesen sind. Aua. Sollten wir dann noch blaue Herzen haben, das ist... Mann. Hier ist schon der Bossraum, ne? Da gehen wir jetzt natürlich noch nicht rein. Wir brauchen halt noch den Itemraum. Wir brauchen erst noch den Itemraum. Das geht's da. Oh Gott. Vorsichtig. Also geht's da oben oder hier drüben weiter? Hier geht's auf jeden Fall in beide Richtungen geht's weiter. Wenn ich mich nicht parallel dazu treffen lassen würde, dann könnte man ja auch... Nice. Dann könnte man ja auch einfach mal gucken, dass man die blauen Herzen sammelt und nicht wieder verliert. Juhu! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. Oh, erstmal. Ich wollte sagen, wir müssen erstmal die Geister am Rand erledigen. Es sind ja keine Geister, die Skelette am Rand erledigen. Okay, tschüss. Da ist mein Shop. Da ich aber noch nicht weiß, ob ich für den letzten Teil dann vielleicht sogar
links brauche. Ah, da ist sogar mein Itemraum. Hier ist beides. Nice. Da ich nicht weiß, ob ich Geld für den letzten Abschnitt brauche, werde ich erstmal kein Geld ausgeben. Okay. Ich wollte es ein. Ich war voll nicht darauf vorbereitet, dass da ein Gegner rauskommen könnte. Och Gott, ey, war das wieder dumm. Ah. Oh. 10 Bomben, okay. Kann man mal machen. Ich glaube, das andere wäre besser gewesen, aber ich wusste jetzt nicht mehr, was es war. Es war dieses Slip-Einlage von Mom. Ich glaube, die hat was Cooles gemacht, aber ich war mir nicht mehr sicher. Ich habe es lieber gelassen. I'm sorry. So, holen wir uns noch kurz ein neues blaues Herz. In der Hoffnung, dass wir nicht mehr Herzen verlieren dadurch, dass ich hier reingehe. Ich glaube, die Hoffnung hat sich gerade erledigt. Und zwar richtig böse hat die sich erledigt. Ja, aber ich krieg nochmal einen Schlüssel. Ist auch in Ordnung. Gehen wir. Gehen wir zum Boss. 3,5 blaue Herzen, 3 rote Herzen. Wenn jetzt wieder dieses Aushalten kommt, wovon ich fast ausgehe, weil es ist wieder so ein langer Raum, ne? Das ist dieser typische Minenboss scheinbar. Ja. Aber diesmal wissen wir, wie er funktioniert und bleiben gleich hier unten. Dass wir gleich die Stufen hier unten erledigen können. Ah, jetzt scheinen sie oben zu sein, die Gegner. Jo, da oben ist einer. Du Hund. Ach, jetzt zieht er mich wieder so an. Ja, ja, ja. Das kennen wir ja schon. Das Schöne ist, es ist, wie ich es gesagt habe, wir werden die blauen Herzen verlieren, bevor wir feststellen können, ob die Tür blaue Herzen auch nimmt. Oder ob die Tür halt nur rote Herzen nimmt, weil wir werden gleich keine blauen Herzen mehr haben. Das ist etwas ärgerlich. Junge. Nee! Aber jetzt weiß ich immerhin, dass ich nicht in die Lava reinfallen kann. Sondern dass es einfach so wie ein Loch ist. Mach dich weg. Nicht schon wieder. Stufe 6. Da stehe ich ungünstig. Jetzt haben wir wirklich alle blauen Herzen verloren. Das heißt, wir kommen wirklich nur mit einem gefüllten Herz in die nächste Ebene. Das ist... Nope, wir kriegen nämlich ein schwarzes Herz dazu und können trotzdem testen. Null. Und irgendwo ging ein Satanraum auf, oder? Wo ist mein Satanraum? Hier ist mein Satanraum. Yo! Das könnte mehr blaue Herzen bedeuten. Ich muss böse aufpassen, weil es auch ganz andere Dinge bedeuten kann. Aber... Das könnten blaue Herzen werden. Oder Guppy-Items. Mmh! 9 Leben.
Wir gucken mal, ob noch blaue Herzen hier rauskommen. Dann würde ich es mir... Also das Problem, was ich jetzt habe... Shot speed up. Nee. Ich meine, ich habe dann immer nur ein Herz. Das nützt mir in der neuen Ebene nichts. Das nützt mir in der neuen Ebene nichts. Wir machen das so. So leid es mir tut, wir machen das so. Das ist mir zu risky. Oh, wait, es ist noch gar nicht. Weil wir in Minen 1 sind. Es ist jetzt gar nicht die Tür zum Mausoleum aufgetaucht. Hoffe ich. Oder übersehe ich da am Rand irgendwas? Nee, ich übersehe nichts, ne? Es ist gar nicht die Tür zum Mausoleum aufgetaucht. Ja, okay. Ja, okay, dann haben wir eh noch eine Ebene vor uns. Ja, never mind. Ach Gott, ey. Das heißt, es kann in... 1 oder in 2 passieren. Es muss nicht immer passieren. Es passiert wahrscheinlich in 1 oder in 2, aber in einem von beiden auf jeden Fall. Hoffe ich jetzt mal. Nicht, dass es auch noch Glück ist, ob das überhaupt auftaucht. Das wäre ja richtig dumm. Na komm, wir nehmen den Vogel mit. Da weiß ich zumindest, dass der nichts falsch macht. Los, Vogel, räche mich. Nein, 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 Steinspinne, geh weg. Ich möchte nicht mit dir spielen. Mann. So, aber jetzt haben wir so viel Geld. Da würde ich jetzt sogar auch in den Shop gehen, wenn wir ihn finden. Was hat die... Hat die mir gerade meine Batterie runtergedrückt? Das ist ja frech. Das ist ja frech. Aber interessant zu wissen, dass sie das kann. Die gelbe Fliege. Da ist mein Shop. Okay. Wir besuchen den Shop. Könnte ja auch passieren, dass der... Ja, garantiert kommt jetzt hier er. Nein, nicht mal. Kompass. Gib mir meinen Kompass. Dich sprengen wir mal. Dann holen wir uns noch ein blaues Herz. Und das hier ist, glaube ich, die Geschichte gewesen, dass man jetzt... Geld zahlen muss, anstatt... Na, wenn man durch Türen gehen will oder so. War das das? Ich lasse es mal lieber. Ich bin mir nicht sicher. Da ich mir nicht sicher bin, lasse ich es lieber. Okay. So, jetzt kann man dann direkt zum Boss laufen. Das ist sehr praktisch. Okay, das sind die Typen. Stimmt, aber vorhin kam auch die Ebene erst, also der Gang zur nächsten Ebene kam ja auch erst, nachdem ich diese Steingegner besiegt habe, diese Steinwürmer. Kommen jetzt auch wieder die Steinwürmer? Nee. Sonst wäre die Stage größer. Aua. So, nochmal ein blaues Herz gönnen. Und dann würde ich sagen, auf geht's! Okay, der ist neu. Weep Creep. Der hat eine ganz schön kleine Stage. Ich hoffe, es wird nicht zu schwierig, da auszuweichen. Okay. Okay, mach das. Solange du aufhörst, irgendwann ist es in Ordnung. Oi, 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 oi.
Also bisher ist er noch nicht so schwierig. And then I spoke. Nee, hör auf damit. Ich kann dem nicht ausweichen, wenn er das macht. Ach, jetzt. Was? Okay. Wieso greift der Vogel ihn eigentlich nicht an? Ich meine, der hat mir jetzt schon so oft Schaden gemacht. Vogel, was ist mit dir? So. Jetzt gibt es erstmal ein goldenes HP ab, oder was ist das? Das normale HP ab, es leuchtet nur, ne? Ich glaube, so ist es. Ja, ist einfach das normale HP ab, es leuchtet nur. So, und da ist meine Herztür. Zieht jetzt erst das schwarze Herz ab? Oder beide? Oder direkt das rote? Nein, okay, es zieht einfach nur Energie ab. Alles klar. Gut. Wir sind wieder im Mausoleum angekommen. Mit einem Curse of the Lost, da nützt uns mein Kompass natürlich richtig viel. Danke dafür. Super Spiel. Aber besser der als Curse of the... Oh, was macht das? Mir gefällt der Stein in der Mitte überhaupt nicht. Mir gefällt auch nicht, was die da tun. Als hätten die da irgendwie so eine... Ach, die schützen die! Das habe ich mir gedacht. Okay, der hat die weggezündet. Lul. Ah ja. Achso, ich muss die Hörner besiegen und dann... Oh Gott. Alter. Kann ich mir diese Kiste... Okay, die will ich gar nicht. Kannst du behalten, ist in Ordnung. Ich hole mir dafür mal die Feuer hier. Ich habe so viele Bomben. Schade. Komplett umsonst. Nix haben wir uns rausgeholt. Konnte man die Kiste sprengen? Wie war das? Nein, ich kann es nur verschieben. Okay, egal. Scheiß drauf. Alter, die Energie ist halt schon wieder echt kacke, ne? Das sieht doch jetzt mal nach normalen Raum aus. Bis auf, dass diese komischen Gegner wieder da sind. Aber ey. Junge, ist das krass. Okay, es gibt zwei Richtungen. Wir werden das Mausoleum wieder nicht überstehen. Wir werden es wieder nicht überstehen. Da ist noch viel zu viel, was ich nicht kenne. Und wo ich halt... Bist du... Alter! Noch ganz bei Trost. Okay, hier geht's hoch. In den großen Raum. Große Räume gefallen mir gerade überhaupt nicht. Oh, die teilen sich in zwei auf, okay. So. Jetzt gibt's hier so Teleport-Dinger, oder was? Ich spreng erstmal die Totenköpfe. Vielleicht kriege ich ein schwarzes Herz raus. Schade. Oh, jetzt habe ich aber den Weg offen gemacht. Okay. Ich gehe mal trotzdem... Das wird ein Teleport sein. Ja. Wenn ich jetzt den auslöse, geht er da runter. Da unten ist auch einer. Er kann aber den von der Seite erledigen. Habe ich gehofft. Wieso sind es jetzt vier? Drei? Was? Hä? Es werden immer mehr. Und nicht wenig. Hä?
Irgendwas mache ich gerade falsch. Okay, so sieht es schon besser aus. Lul. Der ist weg, jetzt nur noch den da oben. Ja, den treffe ich nicht. Na gut, aber um den kümmern wir uns mal gleich. Okay, da habe ich auch nichts bekommen von. Ist okay. Dafür kriege ich jetzt ein blaues Herz. Wenn irgendwo mal ein rotes Herz rumfliegen sollte, hey, ich wäre hier, ne? Der Raum endet hier einfach. Der Raum endet hier einfach. Hier gibt's nichts. Ich habe den kompletten Raum komplett umsonst gespielt. Oh mein Gott. Jetzt. Triggern. Weg. Triggern. Weg. Jetzt gehe ich so. Du kannst mich mal, ihr blöden Steine. Gott. Hier irgendwas zum Sprengen? Nein? Okay. Alter, der Weg war fast komplett nutzlos. Also gehen wir jetzt in die andere Richtung. Alles klar. Alter! Itemraum wollte ich gerade sagen. Na, das ist der, dass ich schneller werde. Na, das ist der. Einer der nutzlosesten. Aber im Moment, die anderen Sachen kann ich auch noch nehmen. Ich dachte, wenn ich das eine nehme, kann ich die anderen nicht mehr nehmen. Okay. Das war die Entscheidung, aber den hier unten konnte ich auf jeden Fall nehmen. Cool. Und dann habe ich den jetzt einfach als Bonus bekommen. Den werde ich kaum einsetzen. Aber jetzt muss ich richtig aufpassen. Wo sind denn die Dinger? Okay, da oben sind die. Das heißt, ich muss... Ich kann den... Nee, ich lasse den voll in Ruhe. Geht's hier drüben weiter überhaupt? Nein. Also gehe ich einfach raus. Alter. Ich werde hier echt noch bekloppt. Scheiße. Der war ja böse gesetzt, aber der war vorhin in der Mitte. Ja, der war vorhin in der Mitte. Mist. Ein Treffer und ich bin down. Wohin gehen wir? Keine Ahnung. Okay. Ich muss blaue Feuer sprengen. Ich muss hoffen, dass ich ein blaues Herz rausbekomme irgendwie. Ach Mann. Ah. Bitte sterbt, bevor ihr mir wehtut. Bitte sterbt, bevor ihr mir wehtut. Kriegen wir das hin? Nein. Okay, alles klar. Kein Schlüssel. Ich brauche irgendwas, was mich auffüllt. Der wird jetzt auch nicht zufällig ein blaues, ein schwarzes Herz droppen. Natürlich nicht. Ich bin down. Was soll ich tun? Ich könnte mich zum Boss porten, aber... Ist halt auch Schwachsinn. Scheiße. Boah, das Mausoleum ist heavy. Okay, die werden wieder geschützt. Ich muss erst die unten besiegen. Nein. Ich glaube, das war genug Isaac-Aufnahme für den ersten, fürs erste Mal Repentance. Ich mache. Das sind, glaube ich, jetzt schon 5 Parts oder so. Boah. Wir haben schon einiges Neues gesehen, aber noch nicht so wirklich Erfolg gehabt. Aber das ist auf jeden Fall ein neuer Weg. Und dieser Weg kommt immer wieder so. Das ist was, was man machen muss. Das ist was, was man machen muss. Downpour, Mainz, Mausoleum, Fragezeichen. Ja, keine Ahnung, was da noch kommt. Schlüssel opfern, Bomben opfern.
Herzen opfern und theoretisch würde jetzt noch Geld übrig bleiben. Münzen opfern. Wer weiß, wie viele. Wir haben es leider noch nicht rausgefunden, aber es bleiben ja noch viele Parts übrig. Ich werde auf jeden Fall noch weiter aufnehmen, jetzt aber nicht mehr. Jetzt ist Schluss. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.